und herzlich willkommen zurück zu Hardcore Kerbal mit der Montagsfolge. Und ich bin gerade bei unserer Minmus-Station und habe mal noch das vierte Solarpanel ausgeklappt. Und dann ist da zufällig auch schon wieder, oder zufällig nicht, sondern es läuft halt immer die ganze Zeit, 104 Science drin. Die machen momentan halt eine unglaubliche Rate von 8,4, weil die beiden Wissenschaftler natürlich auch schon ein bisschen fortgeschritten sind. Vor allen Dingen Kynob Kerman hat natürlich schon mindestens zwei Doktortitel durch die zwei Sterne. Und dadurch kommt da natürlich richtig was bei rum bei den Jungs. Und jetzt will ich gerade mal gucken, dass wir wieder eine Verbindung zur Erde haben. Zur Erde sage ich schon, zu Kerman haben. Und unsere Science hier auch einmal absetzen können. Denn dann haben wir, Doch, ich habe eine Science Vessel. Transmit Science. No Antenna. Was will er jetzt schon wieder? Wahrscheinlich haben wir gerade noch keine Verbindung. Müssen wir mal gucken. Die ist aber aktiv, ne? Ja. Schauen wir mal, dass wir sie vielleicht woanders hin ausrichten. Kerbin, Mission Control. Haben wir da eine Verbindung? Nö. Kommsatz. Irgendeiner muss doch eine Verbindung hergeben. Null in Range. Nanu, nanu. Warum will denn gerade keiner? So, jetzt müssen wir mal gucken, welchen Satelliten wir potenziell anfunken können. Bisschen näher ran. Zack. So. Wir haben momentan Kommsat 204. Ach, diese Science-Übertrage-Geschichten. Mensch, Mensch, Mensch. Was die immer für Zeit fressen. So, dann bitte mal Activate. Das reicht stromtechnisch auch aus. Unknown Target. Wir wollen gern auf die Active Vessel. So, dann können wir nämlich eigentlich direkt zurückspringen auf den, auf die Minmus-Station. Und müssten eine Verbindung kriegen von, was war das jetzt? Welchen haben wir jetzt? 201, ne? 204. So, sollte man sich vielleicht noch merken. So, und dann ab zur Minmus-Station. Zack. Und wir wollen gerne in der Antennenkonfiguration den 204er anpingen. So. Und damit haben wir dann jetzt auch eine Verbindung und können unsere Science-Daten abladen. Sehr schön. Damit haben wir jetzt auf jeden Fall genug Science, um mal wieder eine Investition zu starten. Und da können wir gleich mal gucken, was es so Schönes gibt und vor allen Dingen, wie auch die Missionen aussehen, die wir so machen müssen. Aber das schauen wir uns gleich an. Jawohl. So, und dann können wir die Antenne eigentlich ausgeklappt lassen. Ja, ja. Das müsst ihr locker abkönnen. So, dann muss ich dieses Mal nicht wieder so lange suchen. So, du kannst zu. Und wir gehen zurück ins Space Center. Und als erstes schauen wir uns mal an, was es für Missionen gibt. Denn wir haben jetzt wieder ein paar Slots frei. Genau genommen zwei Stück. Also, aktiv haben wir mittlerweile sehr viel Duna und Ike-Zeugs. Und jetzt gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Wir könnten mal wieder einen Kerbal retten, das haben wir jetzt echt schon oft gemacht. Touristen muss auch gar nicht sein. Moonflag und Minmusflag. Es gibt natürlich ordentlich Geld, ne? Gibt natürlich ordentlich Geld. Wir könnten einfach beide mit einem Raumschiff machen. So ein kleines Planeten- oder Mondehopping. Dass wir einmal zum Mond fliegen und dann wieder weiter noch zum Minmus und da auch nochmal kurz landen. Das können wir eigentlich mal machen. Das wäre eine gute Trainingsmission für unseren neuen Piloten, denke ich mal, oder? Dann kriegt er auch ein bisschen Erfahrungspunkte. Ich glaube, das machen wir. Wir nehmen beide an. So.
Flag on Moon und Flag on Minmus. Dann fliegen wir auch mal wieder wohin, wo wir lange nicht waren, nämlich auf den Mond. So, und jetzt gucken wir mal, was das Forschungszentrum so zu uns sagt. Also wir könnten zwei von diesen Technologien oder eine von diesen Technologien nehmen. Also hier haben wir noch die Precision Propulsion, also kleinere Triebwerke, was auch nicht völlig doof ist. Wir haben die Advanced Aerodynamics, was uns einiges an Teilen noch gibt, die wir für den Flug verwenden können. Das sind eher so Landegeschichten und dann war es das auch schon in der 160-Punkte-Kategorie und schon freigeschaltet ist Electronics. Das ist natürlich eigentlich ganz smart, weil wir da wirklich auch neue Experimente bekommen und eine sehr, sehr gute Antenne, nämlich die ist gut zu verstauen, das Kommutron, und hat 40 Millionen Meter Reichweite. Die reizt mich extrem, also das behalte ich schon mal im Hinterkopf. Hier gibt es ein Experiment aus zwei Teilen, einen Probe Core und noch einen Probe Core. Hier gibt es Science, würde ich mal sagen. Ein Bohrer, ein Surf. Oh, hier geht es langsam los mit den Surface-Scanning-Geschichten. Kommen dann hier schon die Bohrer? Ne, hier kommen die Convertotrons doch. Ha, das heißt, wir brauchen die zwei und dann brauchen wir aber erstmal ein Upgrade noch. Und dann könnten wir anfangen, Treibstoff abzubauen. Das ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Nee, aber warten wir mal noch ein bisschen drauf. So, das ist also nicht unsere Primärmission. Was ist das? Ein Basketball. Das ist natürlich unbedingt wichtig. Ein Golfschläger. Der External Command Seat für Harakiri-Mission. Ein Experiment und noch ein Experiment. High Altitude Flight. Aber ich glaube, meine Entscheidung ist eigentlich schon gefallen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das Zeug hier haben will, weil hier auch einige interessante Sachen für Tech-Life-Support kommen. Nämlich so Luftfilter und solche Geschichten, dass wir auch mit relativ wenig Aufwand noch ein bisschen Rückgewinnung machen können. Und die Teile hier, das ist natürlich auch alles echt schick. Okay, ich würde sagen, Research. So, die kaufen wir jetzt nicht sofort alle, das wäre ein bisschen teuer. Sondern wir bauen uns jetzt eine Rakete, um den Mond und den Minmus zu besuchen. Und zwar in einem Schwung. Dafür können wir relativ viel Geld ausgeben, aber wir wollen es natürlich trotzdem sparsam halten. Und ich würde sagen, deshalb machen wir das sehr klein mit nur einer Person, die fliegt. Und wir geben dieser Person auf jeden Fall ein bisschen Vorrat an Essen mit, damit sie nicht verhungern muss. Das ist wahrscheinlich ein bisschen arg viel. Oh, 312 Tage, da können wir ein bisschen Gewicht einfach noch einsparen. So, zack. 188 Tage ist völlig ausreichend. Dann gibt es einen kleinen Fallschirm oben drauf. Mehr braucht man ja noch nicht. Unten Hitzeschild unten drunter. Hitzeschilder sind aber immer noch da drin. Und dann haben wir schon die Wiedereintrittsstufe. Und einfach um sicher zu gehen, dass wir hier auch bis zum letzten Moment drin leben können, machen wir noch zwei kleine Solarpanels an dem Pod ran. Falls es irgendwie dazu kommen sollte, dass wir die untere Stufe vorher schon abtrennen und ich mehrmals durch eine Atmosphäre tauche oder so. Es gibt ja immer mal wieder so Szenarien, wo ich dann an den Grenzen der Elektrizität in der Gegend rumschwurbel. Das muss natürlich nicht sein. So, wir können eigentlich mal gucken. Ihr erinnert euch sicherlich noch an die kleine Mondlandefähre. Vielleicht auch nicht. Und warum denn nicht diese Mondlandefähre einfach mal mit einem Nerf-Antrieb nachbauen? So, und dann packen wir da hinten ein Kühlgerät drauf. Ja, das kostet ja auch nicht viel. Eins reicht uns auch. So. Noch kurz warten. Erstmal machen wir die Decoupler, weil das Konzept, was ich jetzt anwende, ist quasi das gleiche, was ich am Anfang für die Low-Tech-Moon-Landung gemacht habe. Nur, dass ich halt diesmal
gucke, dass ich einen Nerf-Antrieb nehme, um es einfach deutlich effizienter zu gestalten. Und damit müssten wir eigentlich genug Dings haben. Jetzt können wir mal gucken, dass wir den hier ein bisschen verschieben. Einfach um höhentechnisch nicht ganz so Probleme zu haben. Und wir rotieren ihn auf jeden Fall auch noch. Denn ich möchte mein Nukularzeichen gerne sehen. So. Zack. Und dann nehmen wir nämlich nochmal die Liquid Fuel Fuselages. Aber halt ein bisschen nach unten verschoben. Warum? Wird, denke ich, gleich klar. Wir müssen nämlich die Höhe des Antriebs natürlich kompensieren. Wir wollen ja nicht, dass der irgendwie komische Sachen mit uns macht. So, und dann kommt da oben drauf und unten drunter. Naja, oben drauf reicht eigentlich. Was kosten die Dinger? Naja, geht so. Das Zeug. Und dann können wir nämlich Landebeine bauen. Und wenn wir jetzt die Landing Struts hier nehmen, müsste das eigentlich. Jetzt können wir mal gucken. Am Boden der Fab mal testen. Ja, noch nicht ganz. So weit müssen wir. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen weiter runter mit dem Zeug. Wir müssen noch ein bisschen weiter runter. Das heißt, alternativ natürlich können wir einfach mit dem Antrieb noch ein bisschen hoch. So. Jetzt sind wir eigentlich mit dem Antrieb an einem Punkt, wo der Antrieb noch ein bisschen Platz zum Boden hat. Ja, wenn wir so landen, müsste das eigentlich ganz gut hinhauen. Das heißt, da kommen jetzt noch ein paar Struts dazwischen, damit das nicht irgendwie groß das Wackeln anfängt. Einmal hier und einmal hier. So, und dann kommen natürlich noch Fuel Pipes ran, denn wir wollen von hier unseren Treibstoff als erstes in die Mitte lenken, damit wir möglichst lange was davon haben. So, ja, das ist dann unsere Landefähre und an die Landefähre können wir noch ein bisschen, ja, einfach um sicher zu gehen. Was kostet das? Was wiegt das? Schauen wir mal. 880. Ja, das gibt uns ein bisschen Puffer im Strombereich und dann gibt es die guten alten Wegwerf-Solarpanels. Die können wir halt nur einmal ausfahren, aber hey, ne? Wird wohl reichen für unsere Bedürfnisse. Und die drehen sich wenigstens in die Sonne. Dann habe ich da keine großen organisatorischen Probleme. So, das ganze Ding wiegt jetzt natürlich schon ein paar Gramm. Jetzt können wir noch gucken, dann können wir das Radiatorpanel tatsächlich vorne anbauen. Da ist die schönste Lücke dafür. So. Das sollte eigentlich gut sein, weil wir können überall mit dem Eva-Pack ordentlich arbeiten. So, und dann nehmen wir uns auf jeden Fall gleich noch ein bisschen Science mit. Aber vorher wollen wir die natürlich auf Start Retracted machen, damit da keine komischen Sachen passieren. So, Science. Ja, was sagt die Science? Die Science-Fraktion sagt, wir wollen auf jeden Fall das neue Ding hier mitnehmen. Was hier mit dran. Ja, warum nicht? Dann können wir noch Experimente unterwegs machen und auch eins, wenn wir gelandet sind. So, was kann das Ding hier? Asteroid Samples. Pressure covers 110 degree bands of the surface. Model features two non-reusable film canisters and is limited onboard processing. Use for obtaining detailed photos of the surface or spotting any unusual features. Can be used at up to 5 times the normal low orbital way altitude. Das klingt aber gar nicht schlecht. Little Brother Surveillance Camera. Ich glaube, die kaufen wir uns mal. Das ist ja noch ein bisschen. Ja. Okay, wir haben eine riesige Kamera gekauft. Wir werden sie nicht mit auf diesen Flug nehmen. Alter. Okay, das ist ein bisschen viel des Guten gewesen. Oh, dann lassen wir das erstmal gut sein. Was haben wir hier noch? Submersible Oseographic. Nö. Hatten wir schon Solarpartikelkollektor unten mit an Dings? Ich
Bin mir nicht sicher, der kostet aber auch 14.000. Mäh. Wir nehmen noch Sicherheitshalber ein Thermometer mit, einfach um es zu haben. So. Sounding Experimentation. Nö, nö, nö. Und das hier kaufen wir schon mal. Aber ich glaube, wir brauchen es jetzt in dieser Mission ehrlich gesagt noch nicht. Aber Funk ist eigentlich nicht schlecht. Ich glaube, wir nehmen es einfach mit. Wir nehmen es einfach mit. So, was kostet das Teil? 1100. Ja. Hätte alles schlimmer sein können. So. Muss aber nicht unbedingt hier. Wie sieht das aus, wenn das deployed ist? Geht das da noch durch? Nicht so richtig. Okay. Na, dann bauen wir es oben an die Kapsel. Hilft ja alles nichts. So. Da ist die Tür. Da ist die Funkrichtung. Alles klar. Ja, das sollte gehen. So, das reicht dann aber auch erstmal für unsere Kapsel, würde ich sagen. Und dann hauen wir noch schnell ein paar Teile ran, um das Ding dahin zu bringen, wo es soll. Also wir haben jetzt, wartet mal. Wir haben jetzt rein Theo praktisch. Sollten wir schon eine eigene Stufe nehmen irgendwie. Jetzt haben wir 0,42 Delta Vs. Jetzt hier auf Körben. Lass mich mal gucken. Wenn wir sagen Mann, dann haben wir 2,45 in voller Beladung. Minus 12, 8,42. Das reicht locker. Und wir haben 6800 Delta V. Das reicht auf jeden Fall, um von Mann, also am Mann zu landen, wieder hochzukommen und noch nach Minmus zu fliegen, wieder hochzukommen und zurückzufliegen. Also dafür reicht das locker aus. Und wir sind bei 31.000. Das ist auch okay. Und irgendwie guckt mein Triebwerk da halb raus. Wird schon gehen. Muss gehen. So. Jin, ich hoffe, du freust dich schon auf deinen Flug. Der wird ein bisschen experimentell, um es mal vorsichtig zu sagen. Das sieht auch nicht so gut aus, ne? Vielleicht müssen wir das konzeptionell nochmal anders machen, aber eigentlich. Ich sehe viel Part-Clipping auf uns zukommen. Ich sehe sehr viel Part-Clipping auf uns zukommen. Müssen wir ein bisschen anders machen. Also, dann heißt das halt, wir machen hier Structural Fuselage Run. Drei Stück, die wiegen zum Glück nicht allzu viel, also 0,1 Tonnen. Und dann kommt, warte mal, jetzt müssen wir mal kurz, vertüdelt. So. Zack, dann kommt die hier ran. So. Und das kommt hier oben drauf. So. Dann müssen wir jetzt hier einmal den External Fuel Duct nehmen und wieder anschließen. Na, hier geblieben. So. Zack. Einmal angeschlossen. Zack. Zweimal angeschlossen. Und natürlich auch noch unsere Strut. Die verlegen wir jetzt aber mal ein bisschen nach oben, um es stabil zu halten. Zack. Und zack. So, dann können wir nämlich hier den Fuel Tank, sage ich schon, den Nerve jetzt ohne größere Probleme einsetzen. Außer wenn er nicht halten will. So, weil jetzt unser Retracted Ding wieder funktioniert. Ich mache nochmal kurz die Testmessung am Fettboden, um zu gucken, ob es auch stimmt. Ja, da haben wir ein bisschen Platz. Nicht gigantisch viel, aber wir haben ein bisschen Platz. So. Gut, das reicht, um eine Landung hinzuzimmern. Sehr schön. Dann jetzt aber endlich mal noch die Hauptstufe unten runter. Und ihr sollt drin starten. So, Hauptstufe wird, glaube ich, ein relativ einfacher Schnack. Wir machen uns einen Stack-Decoupler drunter. Und wir bauen uns direkt großen Tank an. Die Aerodynamik ist da oben eh schon endgültig komplett zerstört. Dann können wir hier eh Gas geben. So. Zack. Und jetzt müssen wir mal gucken. Den Mainsail wird es wahrscheinlich schon brauchen. Oh, 2,04. Das sieht gar nicht so unvielversprechend aus. Unvielversprechend. 0,92. Das heißt, wir haben potenziell fast positive Delta V.
3400 Delta V. Das reicht fast, um in den Orbit zu kommen. Das heißt, mit ein paar Boostern sollte das Problem dann erledigt sein, hoffe ich. Hoppla. Bisschen knapp, ne? So, ah ja, zwei wären natürlich auch super gewesen. Hopp. So. Dann sind wir bei 4300 Delta V. Das bringt uns fast in den Orbit. Und dann haben wir obendrauf halt nochmal... Wie viel Delta V haben wir denn jetzt eigentlich in der Kiste hier? 2900 nur? Hä? Ah. Weil Staging kacke war. Also wir haben jetzt 6000 und ein bisschen. Ja, das muss aber eigentlich reichen. Sehr schön. Dann machen wir das so. Gut, dann Hütchen drauf. Kleines Strut noch an. Damit nichts Schlimmes passiert. Und als letzten kleinen Glücksbringer gibt es hier noch meine guten alten Reiseflossen. Denn die haben bisher immer gut funktioniert. Naja, in, ich sag mal, 95% der Fälle. Also nehmen wir die auf jeden Fall weiterhin mit. Auch wenn das jetzt gerade ein bisschen asymmetrisch aussieht. So. Haben wir's? Haben wir's, würde ich sagen. Jetzt noch ein bisschen versteifen den ganzen Spaß, dass das nicht groß rumschlackert, sondern halbwegs stabil bleibt. Also gehen wir mit allen dreien noch hier auf den Tank drauf. Zack, dann sollte das auch halbwegs stabil sein. Und dann würde ich sagen, können wir uns nächste Folge damit beschäftigen, den Djinn zusammen mit seinem Moonhopper in Richtung Moon zu schießen. So, jetzt müssen wir mal gucken. XP-Trade. Aha. Irgendwas ist da kaputt. Okay, da habe ich mich irgendwie vereditiert und ich muss den Djinn jetzt erstmal reparieren, bevor wir den reinstecken können. Aber das machen wir nächste Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.